Servusle, unsere Daily-Dosis arg, Leute, mit dem Voucher, mit dem Alterle auf Ragnarok. Heute gehen wir los, Leute, die Prophezeiung soll heute zuschlagen. Ich muss nur da unten ein bisschen was erweitern. Haben wir das eigentlich zusammen gemacht, das Stück, oder habe ich es euch noch gar nicht gezeigt? Das ist aber schon ein paar Tage jetzt. Pass mal auf, wir fliegen mal kurz runter. Ich habe nämlich unten tatsächlich angefangen, den Zehnkäfig ein bisschen auszubauen. Der Sanzu, entschuldige, wenn ich es falsch ausspricht, kann auch Sanchi heißen. Mein Chinesisch ist eine Weile her. Der Sanzu hat das letzte Mal von einem großen Bär gesprochen. Und einen Tag später hatten wir tatsächlich den 150er, wer sich erinnert. Und jetzt hat er prophezeit, dass wir diese Woche Freitag eine Katze hier finden werden im hochleveligen Bereich. Jetzt ist nur die Frage, ob heute... Boah, guck mal, da will einer Babys machen. Nächste Woche hole ich dir deinen Mann, Alterle. Haben wir schon mit der Community besprochen. Nächste Woche, Leute, gehen wir uns das Männle holen. Gib mir mal das Ei, bitte. Ich kann es leider nicht ausbrüten. Es sei denn, bei Jesus hat es auch geklappt, ne, mit nur einer... Okay, ich höre wieder auf. Wo war ich jetzt stehen geblieben, Leute? Lass uns kurz runterfliegen. Genau, Sanzu hat prophezeit, hochlevelige Katze. Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen, diese Box hier ein ganz kleines bisschen umzubauen, weil... Die Katze, die kommt hier nicht durch, aber durch meine Säulenkonstruktion, da kann schon das eine oder andere raushupfen. Was ich nicht weiß, Leute, ob die Katze klettern kann, also ob die hier rausklettert. Ich meine, jemand hat geschrieben in den Kommentaren, dass es nicht der Fall ist. Genau. Ich mache es auf jeden Fall noch eins höher, weil springen kann die bestimmt. Ich habe ja den Anflug gesehen von der letzten, die uns gefangen hat. Die ist ja von ganz weit oben gekommen. Jetzt merke ich es auch. Jetzt merke ich es auch, was Silent Pain geschrieben hat. Guck mal, du musst ja wirklich jedes Mal da unten die Taste drücken. Es stimmt schon, es ist mir gar nicht mehr aufgefallen, wenn du hier im Baumodus bist. Ne, bei PixArk haben sie es jetzt schon mal so hingebracht, dass es geht. Oh, was ich auch gemerkt habe, Leute, ich bin noch nicht ganz sicher mit dem Stück Mauer, das wir gestern gebaut haben. Sollen wir es noch höher ziehen? Ich meine, das muss ich ja... Obwohl, mit der Demolition Gun kann ich das ja locker abschrauben. Jetzt machen wir es mal so, dass der zumindest nicht rausgehupft kriegt. Ich zähme ja dann irgendwo in dem Eck. Ich glaube, ich habe nämlich nicht genug Elemente für alles. Ja, wir werden sehen, wenn wir hinten sind. Ich habe ganz viele im Kopf gerade, Leute, zu dem Spiel. Es kann also gut sein, dass ich ein, zwei Themen anspreche und nicht fertig erzähle. Das passiert mir, als wenn ich zu viel geile Sachen in meinem Köpfle habe. Geile Sachen, siehste, es geht schon los. Ich glaube, ich freue mich einfach nur, dass Wochenende ist. So, die Box ist höher wie die letzte, oder? Ja, das wird jetzt schon. Jetzt pass aber mal auf. Ja. Was natürlich dazugehört, Leute. Ich bin zu schwer. Ich muss meinen Ausritt machen mit meinem Terror Bird. Der braucht auch unbedingt noch einen Partner. Was ist denn jetzt hier so schwer? Das da. Das Ei kannst du auch mal nehmen. Ist ja deins. Ich habe schon 10 Pfeile gemacht, ihr seht schon. Weil ich glaube, wir finden bestimmt eine Katze. Wenn nicht, nehmen wir nämlich heute den Hirsch ran. Jetzt pass auf. Erstmal mit dir hier kurz. Weißt du, das ist so... Ich bin immer noch zu schwer. Ey, manchmal frage ich mich schon, gell? Was ist denn jetzt das Problem? Nee, wir sind gar nicht so arg zu schwer. Habt ihr das Knurren gerade gehört? Heute ist keine Baustelle, heute ist mein Bauch. Ich habe gerade voll Bock gehabt, die Folge zu machen und hätte eigentlich was essen sollen. Bist du vollgeladen oder irgendwas? Jo, alles klar, ich verstehe schon. Dein Chitin rüber, mein Freund, das Fleisch brauchst du auch nicht alles. Was machen wir mit dir? Ja, komm, ich will nochmal ein bisschen Speed drauflegen auf den Guten. Ja, wir spielen heute einfach nur, Leute. Ne? Ich habe nichts vorbereitet. Wir haben zwar jede Menge Zeugs, das wir verbauen können mittlerweile. Ich war auch ein ganz kleines bisschen Holz holen und so, aber jetzt nicht gezielt, dass ich sagen kann, heute machen wir die Mauer. Wir gehen aber jetzt zur Mauer. Und zwar mit unserem Kollege. Der ist voll langsam. Ich bin entweder... Ja, wir sind ziemlich überladen. Ich weiß nur nicht, an was es liegt. Habe ich noch irgendwo was drauf, was ich rausmachen sollte? Ach so, ja, ich habe das Fleisch nicht abgeladen. Stopp. So, da ist der verwirrt. Deswegen spiele ich kein PvP, weißt du? Weil, überleg mal. Wobei ich schon Bock hätte. Ich hätte schon Bock. Ich muss mal gucken, wie das bei Ark so läuft mit PvP. Ob man da einfach irgendwie so eine Session machen kann, die dann, was weiß ich, 4 Wochen geht. Ich habe das noch nie mich damit befasst. Aber ich hätte schon mal Bock, irgendwie auf so einen Server drauf zu gehen und mich einfach so ein bisschen zu prügeln. Wahrscheinlich farmen die mich voll ab. Aber da lernt man bestimmt auch unheimlich viel. Yiddledy! Ich würde mir einen Terrorbird holen. So, was ich nicht weiß, Leute, wenn ich jetzt hier stehe, ihr werdet es gleich sehen. Doch, von hier sehe ich rüber, aber wenn ich oben auf dem Baumhaus bin und rüberschaue, sehe ich hier die Sachen nicht alle. Zumindest das äußere Tor. Da bin ich außerhalb der Render Distance scheinbar. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich weiß, ja, höre ich schon wieder. Lootet die Dinger, Leute, ich brauche ja nichts gerade. Ich lasse die dann einfach stehen. Ha, wen haben wir denn hier? Ist der 90er, gell? 140er Mail. Oh, der, geh weg. Alter, bist du eigentlich ein Mail oder nicht? Wir sind normal schneller als der, oder? Alter, verschwind. Der lässt jetzt nicht locker, bis ich irgendwie... Oh, Tübi. Tübi, ich hol gleich meinen Vogel. Ein 140er, ist ja wohl klar, dass ich den brauche. Wow.
Leute, wir sind nicht so fit wie der. Ich entkomme dem jetzt natürlich nicht. Das ist blöd. 140er Mail. Was haben wir denn? Haben wir Mendel oder Weible? Ich traue mich nicht reingucken. Oh, der ist immer noch hinter uns. Er holt gerade deutlich auf. Junge, Junge, wie kriege ich ihn dich geschwind ab? Da hinten. Ich gehe da hinten durch. Da bleibt er nochmal hängen. Ich will ihn jetzt nur nicht töten. Oh, wer hat denn die Tür hier auf? Mach die Tür auf. Wo ist der? Der hängt jetzt da hinten. Den haben wir ausgetrickst. Hoffe ich. Ich muss kurz gucken, was wir hier überhaupt haben. Ist das ein Mädel oder ein Junge? Es sieht nach Weibler aus. Dann hätten wir das Pärchen, Leute. Nee, ist auch Mendle. Dann brauche ich ihn nicht. Dann brauche ich ihn nicht. Dann nehmen wir den mit Hindere. Dann sollen die Alus den zerfleischen und kann ein neuer spawnen. Wo ist denn der jetzt? Ist der gut? Ist der gut? Guckt es an. Coole Sachen kann man ja machen. Und ganz viel habe ich nur rausgekriegt, weil ihr mit mir gesprochen habt. So, das war jetzt übrigens total sinnfrei, was ich hier gemacht habe. Weil ich wollte echt nur ein bisschen rumlaufen mit dem. Ich liebe den nämlich. So, pass auf. Ihr kommt jetzt mal raus, vorsorglich. Lumlilum, lumlilumle, wir haben Wochenende. Hier, pass auf. Stell dich mal hinter den Allosaurier, weißt du? Aber nicht unbedingt in Kack-Distanz. Render-Distanz. Okay, pass auf. Hier wird die alter Levers, die hier Dreck machen. Zum Glück despawnt das Zeug auch wieder. So. Also, nächste Woche habe ich auf jeden Fall schon mal einen ganz kleinen Ablauf, was die Adventure-Runden angeht. Wir werden uns rüberporten oder rüberfliegen, wie auch immer. Machen wir die nächste Kombi-Runde. Und am Anschluss der Kombi-Runde fliegen wir dann zur Viking Bay und besuchen die Agentavisse. Ich will das Mendel holen, Leute, das Helle. Dann nehmen wir uns auch die Zeit schön, nehmen den mobilen Käfig mit, bereite ich dann soweit vor, ne? So, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich die Katze tragen kann und den Hirsch. Das könnte man vielleicht kurz ausprobieren, bevor ich irgendwelche Aktionen mache. Lumlilum. Genau, ich wollte euch aber erst kurz zeigen, was mir hier momentan so ein bisschen Sorge macht. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht ganz so tragisch, ne? Wenn ich hier oben stehe, dann sehe ich die Mauer eigentlich nur bis zu diesem Punkt da hinten. Gucke mal. Hoppla. Und das sieht man auch schon an diesem Stein hier. Da verschwindet dann so langsam das Zeug. Und hier ist eigentlich schon gebaut, ne? Hier müsste dann das Tor stehen und man sieht es aber von hier nicht. Entweder ziehe ich es weiter rein, dass ich alles im Blick habe, aber auf der anderen Seite kann der Außenbereich ruhig auch außerhalb der Distanz liegen, finde ich. Es muss ja nicht alles gleich mitladen immer. Weiß ich also noch nicht hundertprozentig. Jetzt pass mal auf, Alter, wie sieht es mit uns aus? Iss mal, trink einen Schluck. Wir fliegen jetzt mal ganz grob hier, ich würde sagen da hinten, wo dieses Wasser aus dem Baumstamm rausquillt. Da könnte man mal wieder vorbeigehen. Seid ihr überhaupt da? Ich habe schon wieder eine Aufnahme gehabt gestern, wo ich nicht aufgenommen hatte. Wahnsinn. Komm, wir gehen rüber. Wir gucken mal, ob wir eine Katze finden, ob die Prophezeiung wahr wird. Es kann auch sein, dass es morgen erst ist, weil Aufnahmetag oder ob es Ausstrahlungstag war, hat Sanzu nicht dazu gesagt. Sanzu oder Sanchi? Ich muss echt nochmal gucken. Schreib mir mal, wenn du magst, rein, wie man das ausspricht. Ich habe natürlich gegoogelt. Da stand was von Kriegsherr, aber wenn man es in den Google-Übersetzer reinjagt, ist Chinesisch, dann steht da Enkel. Vielleicht meinen die beides, vielleicht waren die Enkel früher Kriegsherren, wer weiß das schon. So, pass auf, wir gehen jetzt nicht ganz so. Ich bin ein bisschen euphorisch heute, weil ich saugut drauf bin. Ey, da oben ist auch Metall. Ich gehe etwas langsamer vor wegen den Katzen an sich, ne? Ich will da jetzt nicht reinfliegen. Am liebsten wäre mir ja, wir finden einen auf dem Boden, weißt du? Achso, ja, Hirsch wollte ich auch gleich checken, ob ich den Elch tragen kann und die Katzen. Probiere ich jetzt als erstes aus, bevor ich mir jetzt da irgendwie einen Kopf mache. Vielleicht finden wir ja auch gar nichts und dann bauen wir nämlich jetzt gerade, weißt du? Deswegen, ich schreibe jetzt 6 Minuten unserer gemeinsamen gemütlichen Zeit aus für die Katzen- und Hirschsuche. So. Den Hirsch brauchen wir auf jeden Fall. Was ist denn das da unten für eins? Das könnte ein weiblicher Hirsch sein. Den brauchen wir natürlich dann auch, ne? Ja, die habt ihr... Oh, ein 130er. Aber da sind ganz viele immer hier unterwegs. Da kriegen wir auch bestimmt später noch eins. Ich habe übrigens beim Materialbesorgen, muss ich euch zeigen... Muss ich euch zeigen, da war ein Loot Drop direkt hier in der Base und da waren solche Schuhe dabei. 449 Rüstung, Leute. So hohe Sachen habe ich noch nie gehabt, glaube ich. Ich habe auch noch nie wirklich viel gelootet, seit ich zock. So langsam fange ich damit an. So, pass mal auf. Guck mal hier oben, da sind wir doch schon mal angegriffen worden. Möglicherweise finden wir hier was. Lali, da irgendwo sind wir schon zweimal runtergeholt worden von unserem Vögelchen. Okay, die sind immer in wilder Aufregung. Ich habe es mittlerweile verstanden. Die sind nicht... Kämpft da hinten zu. Das sind Terrorbirds, ganz viele. Schön hier mal reingeguckt. Linz, Linz. Kann auch gut sein, ich übersehe die trotzdem. Hier haben wir ein Kano.
Kanu wollte ich aber. Da ist doch so ein Hirsch. Ich guck mal, ob ich den packen kann. Jo, ich kann den packen. Hat jemand das Level gesehen? Den habe ich gerade gerettet, gell? 145, ja Leute. Ich nehme jetzt den mal mit. Ich nehme den mal mit. Wir haben den gerettet. Der ist von den Terrorbirds fast zerfleischt worden. Haben wir schon wieder eine schöne Geschichte für dieses Tier. Wir haben es gerettet aus den Fängen unserer Lieblingsbirds. Den nehmen wir jetzt mit. Dann kann ich bestimmt auch Katzen tragen. Hey, den können wir doch jetzt kurz anstumpfen, oder? Ein paar Karotten haben wir bestimmt noch. Ich fliege den jetzt mal in die 10-Box da hinten. Au, dabei muss ich die ganzen Tiere noch umstellen. Sollte ich vielleicht kurz machen. Aber guck mal, wie sie den... Ah, den haben wir gerettet. Super Geschichte. Sowas liebe ich über alles, Leute. Das Hirschle gerettet. Auch noch einen Hohn gleich erwischt. 145, so ein Level, wo ich sage, ja, ja, ja. So. Oh, das hat nicht hingehauen. Jetzt. Ist er reingegangen überhaupt? Ist er überhaupt reingegangen? Jo, da ist er. Der ist ja jetzt lieb erstmal, ne? Ich geh mal hin, guck. Hallo. Boah, es ist ein schönes Tier. Ist das ein schönes Tier, Leute? Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, ob das wieder eine Aktion wird, die bis in die Nacht reingeht. Wir schauen mal. Muss ich jetzt echt alle... Jetzt sollte ich langsam anfangen. Gibt es auch die Tastenbelegung, dass ich sie auf... dass ich meine Tiere auf... passiv pfeife? Dann würde ich das jetzt echt mal machen, die ganzen F-Tasten belegen. Da gucke ich halt ständig rüber, ne? Weil ich habe echt kein so ein Gefühl, wo die Tasten sind. Deswegen mache ich das mit dem Radialmenü so gern. Pass auf, Verhalten. Ah, der war auf passiv. Habe ich euch auf passiv stehen gehabt? Euch? Dich nicht bestimmt, oder? Nee, dich natürlich nicht. Aber jetzt musst du kurz auf passiv. Ihr auch? Ja, dann zählen wir heute halt. Dann bauen wir morgen wieder was. Nächste Woche haben wir ja ein bisschen Ausflugszeit passiv. Ja komm, das will ich jetzt schon haben, dass wir Stroh farmen können. Die Vorbereitungsrunden, Leute, sind nicht unwichtig, weil dann geht es einfach schneller bei der Materialbesorgung, ne? Pass auf, wo steht denn der? Greift dein Ziel an, das wollte ich jetzt auch nicht. Verhalten, dein Ziel angreifen. Passivle. So, die drei Großen sind auf passiv, die Kleinen sowieso. Und ihn hier muss ich auch noch einstellen. Jupp, Verhalten, passiv. Wenn halt jetzt irgendwas kommt, muss ich irgendwie gucken, dass ich sie aktiviere. Und du? Auch passiv. Also Leute, dann pass auf, dann machen wir gar nicht lang rum. Ich habe nämlich extra Pfeile vorbereitet. Wir müssen kurz hoch. Ich habe keinen Bogen dabei. Und 10 Darts habe ich auch nicht mehr viele. Ey, ich brauche Schießpulver. Ich muss Schießpulver herstellen. Ne? Wir müssen echt schauen, dass wir die Mauer gezogen kriegen. Vielleicht fange ich schon mal an, das erste Gebäude zu setzen, wo wir dann Muni herstellen oder so. Ich kann es ja einspiken so lange, ne? Dass wir da richtig schön Holzkohle produzieren. So, aber jetzt schwaller ich hier schon wieder. Ich will den kurz schlafen legen. Wo habe ich die Waffen? Die habe ich bestimmt hier reingeräumt. Übrigens, ja, habe ich das auch schon gezeigt. Da war nämlich nochmal ein Loot-Drop vor ein paar Tagen. Ich habe es erwähnt gehabt. Da war das Schwert hier drin. Ich glaube, das sollte man langsam mal gucken, dass ich hier ein bisschen mich ausrüste, wenn ich schon so Sachen habe, ne? So, pass auf. Ich nehme die jetzt mal mit rüber, beide. Die müsste ich sogar schon fast wieder reparieren. Lalali, die Nummer 3. Lalalu. Also Loot-Drops nehme ich natürlich mit, wenn ich farme, ne? Weil ich will ja nicht viel Offscreen machen, haben wir ja ausgemacht. Aber wenn ich dann Material farme und es ergibt sich, da nicht böse sein, bitte. Ich wäre jetzt blöd, wenn ich es liegen lassen würde. So. Dafür zeige ich es euch natürlich dann, wenn ich was raushole. Damit sich da keiner fragt. So, alles klar. Dann probieren wir jetzt, weinen wir die 10-Box gleich ein. Ihr seid jetzt halt alle auf passiv, aber was soll's. So, Alterle. Dann holt ihr den Hirsch. Mal gespannt, ob der überhaupt angreift. Ich habe ja keine Ahnung. Hat der einen Kopf? Ich weiß gar nicht, ob der im Kopf. Servus, mein Freund. Willkommen bei uns! Ist eher so ein Fluchttier, wie ich gerade sehe. Was aber dann kein Problem ist. Huch. Sah kurz nach Flüchten aus. Ach, ich kann ja gucken, Topper-mäßig, ne? Jo! Oh! Ich säckel. Entschuldigung, meine Lieben. Ich habe komplett vergessen, dass der schon angeschlagen war. Wenn ich noch zweimal reinschieße, ist er tot, ne? Ich lasse den erstmal aufbauen, sich. Entschuldigung, ich habe jetzt hier komplett alles umgestellt, umsonst. Hammer! Hammer, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich hätte ihn jetzt fast getötet. Zum Glück habe ich geschaut. Jetzt muss ich das alles wieder auf dein Ziel angreifen. Oh, ist halt passiv, dein Ziel angreifen. Ich guck mal, ob es die Tastenbelegung gibt. Das würde ich mir tatsächlich jetzt dann angewöhnen. Dein Ziel angreifen. So, ihr bleibt auf passiv, ihr werdet ja gerettet. So, sollen wir doch nach einer Katze trotzdem schauen? Ich kann ja den Hirsch dann umlagern. Verhalten. Dein Ziel angreifen. Der hat sich ja jetzt beruhigt, ne? Ja, den hätte ich jetzt fast getötet, meine Lieben.
Also er ist recht schnell auf dem Boden. Das haben wir schon mal. Das machen wir dann einfach später. Ich lasse ihn mal beruhigen. Ich fliege noch mal kurz da hoch, den Kano durchchecken. Ist mir gerade wieder eingefallen, wollen wir ja auch noch irgendwann einen haben. Welches Level der wohl gehabt hat, habe ich nämlich nicht geschaut. Soll man da noch ein bisschen bauen? Ich glaube, wir bauen noch ein bisschen. Jetzt fliegen wir noch einmal hoch, schauen noch mal nach einer Katze. Wenn nicht, machen wir morgen den Freitagsausflug mit der Aufnahme. Schauen wir da noch mal nach einer Katze. Hier ist noch ein Hirsch. Nee, ist kein Hirsch. Ein 145er Grette, den mussten wir mitnehmen, Leute. Ich muss nur warten, bis er gesund ist wieder. So, wo waren die Stelle? Da oben, gell? Schau schön in den Bäumen. Jetzt hätte ich das Tier fast geschrottet. Ja, aber er hat sich ziemlich schnell erholt, habe ich gerade gesehen. Also, wenn wir zurück sind, können wir den wahrscheinlich heute noch schlafen legen. Dann lasse ich den praktisch durchziehen, wenn ich beim nächsten Mal... Au, der ist bestimmt auch hoch. Ich spüre es gerade voll. Ne, 20er. Manchmal bin ich schon froh, wenn die Tiere nicht zu hoch sind. Der Kano macht hier eine gute Action. Mal gucken. 50er. Ist okay. Ist okay. Braucht man nicht. So. Da hinten läuft auf jeden Fall... Terrorbirds gucke ich jetzt erst gar nicht. Die mache ich mal so separat irgendwann. Sonst komme ich aus dem Thema nicht mehr raus. Ich brauche den Hirschhammer. Den Hirsch haben wir und eine Katze hätte ich gerne. Da läuft der Affenmensch. Ich sehe jetzt hier nichts Katzenmäßiges. Das da ist, glaube ich, eher so eine Hirschkuh, ne? Hol nochmal das Ferngläsle. Linz mal runter. 140er, Weible direkt zum Hirsch, ne? Die könnte man ja auch mitnehmen. Ich meine, die kann ich ja gleichzeitig zähmen, ne? Was haben wir da hinten noch? Wie er sich da hinten versteckt. 15er. Die haben wir schon. 50er. Hier, 20er. Alles schön durchgucken, ganz gemütlich. Okay, ich sehe jetzt hier an dieser Stelle keine Katze. Ich hatte damit gerechnet, dass wir hier eine sehen. Wow, ist das ein schöner Felsen. Wird es jetzt dunkel? Jo, es ist schon wieder Nachmittag. Der ist ja schön, der Felsen, Leute. Boah, wow, da hätte man auch wunderschön was draufbauen können. Ein Aussichtstürmle oder sowas. Coole Geschichte. Oder ein Horst. Ein Horst für die Argentavis, Leute. Vielleicht züchten wir zwei, drei Nachbauen hier ein kleines Horst irgendwann auf, wenn es uns mal langweilig wird später im Spiel. Dann können wir da ein bisschen was machen. Jetzt habe ich natürlich alle angeguckt, aber nicht den Affe, ne? Warte mal eben. Nicht so weit runterhüpfen, sonst liegst du unten. Bitte sei nicht so hoch. Bah, ich hab's gewusst, Leute. Den habe ich doch aber, den kann ich doch passiv zähmen, oder? Ist die Frage, ob ich das jetzt hier angehen will, das Thema. Wir könnten ja spaßhalber mal rübergehen. Lass uns mal rübergehen. Ich muss nur den Kano eigentlich wegmachen, geschwind. Oder? Weil dann hätte man tatsächlich alle Tiere, die gut farmen können, so weit zusammen. Da unten ist ein Bär. Wo ist der Kano jetzt? Den will ich schon vorher dann irgendwie... Da ist er. Den machen wir jetzt kurz weg. Ich hoffe, hier ist keine Katze im Baum. Allzu genau habe ich nicht geschaut. Kano, Baby! Wir müssten doch den Kampf gewinnen, oder? Ja, der macht nicht allzu viel Damage. Haben wir den schon? Yo, Alter, der ist unser Tier gut. Nehme ich natürlich mit. So, wo ist denn jetzt der Affe? Dich gucke ich erst gar nicht an, Bär. Da machen wir später weiter. Wo ist das Äffchen hin? Wo ist das Das ist bestimmt irgendwo im Gestrüpp jetzt drin, oder? Ich muss nur schleichen, glaube ich. Da hinten ist er, Leute. Nicht, dass der mich jetzt verprügelt. Bären habe ich hinten drauf. Ich guck mal, wie lange sowas dauern wird. Hallo. Ich glaube, man darf es ja nicht berühren, gell? 8%. Wollen wir uns den holen? Der ist voll hoch. Der ist voll hoch. Natürlich stehe ich jetzt hier mitten in der Prärie rum. Aber wir haben ja... Da hinten ist gerade was runtergekommen. Ich muss gucken, was es war. Oh, bist du gerade abgestürzt, Kleiner? Hammerles. Ja, komm, dann machen wir das. Es wird zwar eine Nacht- und Nebelaktion jetzt hier, aber ich habe ja den Fackel dabei. Und wir haben es nicht weit heim. Ich sehe nämlich gerade, dass die... Oder ich repariere sie hier vor Ort. Sollen wir mal kurz gucken, ob ich die vor Ort repariert kriege? Feuerstein, Holz und Stein. Jo, klar kriegen wir die hier repariert. Sogar normalerweise ohne Probleme. Bumm. Das war die falsche Waffe.
Ist doch Hammer, oder? Was mir alles passiert. So, jetzt habe ich mir gerade eine Entschuldigung verkniffen. Ich will es mal an der Stelle anmerken. Ich übe das natürlich, dass ich nicht ständig sorry sage. Ist halt einfach so eine Art, die mir drin steckt, ne, manchmal. Pass mal auf, guck mal, ob der schon wieder Hunger hat. Und lass dich nicht verprügeln von irgendwas hier. Geh in die Hocke, mach die Waffe weg. Und hin. Hin und die E-Taste parat halten. Na, 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 na. Boah, Alterle. Hast gesehen, ich habe rübergezogen. Ich dachte, ich komm aus dem Rennen immer raus. Oh, der hat immer noch keinen Hunger. Okay, dann wird es wahrscheinlich die Runde heute über so laufen. Bis dahin ist der Hirsch auch fit, Leute. Dann haben wir einen Strohfarmer, einen Fiberfarmer und außerdem könnte der hier das Bierfass bewachen, oder? Zusammen mit dem Biertier, wenn ich es mal finde irgendwann. Pass auf, zum Reparieren brauche ich noch ein bisschen Holz. Ich hupf da jetzt einfach mal rein. Der Kano hat hier ja schon gut aufgeräumt gehabt. So, jetzt müsste ich das Ding doch reparieren können hier, oder? Ich nehme es mal hoch. Hammer. Normal ziehe ich mir die Sachen durch, ne? Also, wir kriegen es auch so hin. Im Ernstfall würde ich auch meine Fackel repariert kriegen. Ich bin total stolz. So, wie nennt man die Folge heute? Ich repariere meine Fackel. Meine Fackel und ich. Hier ist gerade okay. Also für mich ist es das eindeutige Zeichen, diese Hirschkuh, die hier rumrennt, die kriege ich jetzt bestimmt nicht gezähmt, oder? So spontan. Weil wir brauchen ja eh zwei Tiere für die Liste. Ich dachte schon, die greift mich an. Ich dachte schon, die greift mich an, Leute. Scheiße! Nein, tut mir leid, tut mir leid! Weg, weg! Oh, ich hab noch nicht mal was gemacht. Ich hab den noch nicht mal im Visier gehabt hier. Dreht er mir durch. Und gleich, weißt du, kriegst du gleich einen aufs Maul hier. Hammer. Die Wildnis. Welcome in the wild. Wo ist denn das Hirschle? Ist das nicht gerade eben noch hier rum? Da ist er. Da ist er. Komm, wir checken das mal kurz ab. Ah, das wird nix. Das wird nix. Ich glaube, ich lasse den mal in Ruhe und ziehe. Oder ich nehme ihn gleich mit rüber. Ich schau mal, ob der Affe jetzt immer noch. Ich bin so erschrocken jetzt. Hey, Alter, ich wollte es gar nicht. Der hat ja mich angerempelt. Der hat ja mich angerempelt, der Säckel. So. Aber so ist es in der Wildnis. Jeder hat seinen Platz. Jetzt, weißt du, da ist aber auch die Frage, in welche Richtung dreht er denn? Mann, Gorilla. Jo, und da soll ich jetzt krautschend hinterherkommen. Alter Schwede. Ich bin ja froh, dass er mich nicht fertig gemacht hat, komplett. Jetzt weiß ich nicht, hat sich bestimmt zurückgesetzt durch den Kampf, oder? Nee, aber er hat auch noch keinen Hunger. Weißt du, was wir machen? Wir fliegen jetzt den Hirsch rüber. Ich zähm die dann zusammen in der Box. Und dann schnappen wir uns drüben mal noch geschwind anderes Zähmfutter. Ich glaube nämlich, dass wir noch mit Kartoffeln eine bessere Chance hätten. Wo ist mein Hirschle? Solche Runden finde ich ja auch total gut. So ganz groben Plan haben wir ja immer, was wir alles so machen wollen, was alles noch fehlt. Und dann einfach mal losfliegen, ein bisschen in der näheren Umgebung, Spaß haben und dann auch noch irgendwie Glück. So wie zum Beispiel, dass wir das komplette Hirschpaar heute gesammelt haben. Ich schaue natürlich gleich, wie weit er ist. Jetzt wird es allerdings dunkel. Da drüben im Dunkeln mit dem Affe tanzen. Wir können ja schon mal parallel gucken, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier tue. Weil den kriegen wir sowieso nicht auf einmal. Vielleicht machen wir den morgen, Leute. Dass wir direkt einsteigen mit dem Affe. Und ich dann da drüben noch so parallel immer schön nach einer Katze suche, während der zähmt, oder? Das könnte man doch machen. Stoppen. Nee, pass mal auf. Wie hießen die nochmal? Mega irgendwas, ne? Hießen die nicht auch irgendwie Mega? Ich schau gerade. Megaloceros, war das der? Nee, das war der Hirsch. Gerade eben war ich drauf auf ihm. Gigant, oder war das mit Giga irgendwas? Gigantophithecus. Ja, da ist er, Leute. Kibbel Meobären. Nee, das Titanoboa Kibbel habe ich leider nicht. Ist ja nichts Neues, ne? Ah ja, alles klar. Jo, warum nicht? Wir haben hier ein wunderschönes Dorf. Wir haben später verschiedene kleinere Locations innerhalb unseres Bereichs. Dann ist es, glaube ich, legitim, wenn wir auch den Affe mitnehmen und dem eine Frau suchen oder umgekehrt. Ich habe nicht geschaut, welches Gender. So, meine zwei Süßen. Lass mal kurz reingucken, ob ihr zusammenpasst mit meiner neuen reparierten Fackel. Ja, die passen wunderschön zusammen. Man sieht auch direkt, was Weible ist. Ja klar, das ist schön. Wie weit bist denn du jetzt wieder aufgebaut, Alterle? Ja, dann machen wir die morgen, Leute. Was ich alles morgen machen will. Jetzt gehen wir zurück zu dem Affe. Jetzt bleibe ich am Affe dran. Ja, komm, wir bleiben jetzt am Affe dran. Jetzt habe ich ihn angefangen. Ich will mal sehen, ob das so ist wie bei PixArk haben wir doch das mal probiert, oder? Oder war das auf Aberration?
Das war auf Aberration, glaube ich, Leute. Da hatten wir einen Affe. Da hatten wir einen Affe. Und ich glaube, die erste Beere braucht länger. Und danach flutscht es einigermaßen. Schauen wir mal. War ja katzenfrei hier, ne? Jo, gucken wir mal. Haben wir schon mal zwei Hirsche in Vorbereitung. Bautools habe ich natürlich schon vorbereitet für heute, falls wir bauen. Kann ich jetzt in der Folge auf morgen, also in der Zwischenzeit, nochmal ein bisschen mehr ranschleifen. Dann können wir morgen richtig schön an der Wall mal ein bisschen was schaffen mit einem Speed-Up oder so. Dass das mal irgendwann dicht wird, das Ding. In der Nacht wird es hier natürlich bunt. Boah, ich weiß halt nicht. How much Uhr? Ja, es wird jeden Moment dunkel. Aber wir können ja in der Luft bleiben, weißt du, bis es wieder hell wird. Geht ja nur darum, jetzt zu schauen, ob ich den kriege. Und vor allem machen wir da oben die grüne Schrift weg. Wo hauen wir denn die Punkte drauf? Damage hat er erstmal genug. Gesundheit, würde ich sagen. Habe ich schon lange nichts mehr draufgepackt. Jetzt ist die Frage der Fragen. Ist das da Obsi? Jo, ich glaube, da liegt ein Brocken Obsidian, Leute. Nehmen wir mit, oder? Brauchen wir früher oder später sowieso. So. Ja, wunderschön. Rempel bloß den Affe nicht an, ich sag's dir. Der ist nicht... Oh, übrigens, ja, ich nehme ja natürlich das Voting jetzt raus. Ne, dann können wir auch noch einen Namenstag einflechten, einen gemütlichen. Jetzt habe ich das Problem, ich sehe den Affen nicht mehr. Flieg mal hier ganz dicht drüber. Da ist er vorhin runtergestaxt. Dann ist jetzt die Frage, wo ist er hin? Alterle, wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr, macht doch keinen Sinn. Ja, jetzt ist dunkel. Das war's. Den jetzt mal eben hier zu finden, ohne in Gefahren rein zu hechten, verstehst du? Wir sind ja hier nicht allein. Rechts und links von uns ist die Hölle wahrscheinlich los. Lande mal eben. Ich habe nämlich das Glück, dass ich solche Tiere auch gerne mal anrempel. Nö. Oh, da hinten ist ein Loot-Drop. Dann habe ich was. Waren hier Katzen? In der Gegend? Wo sind wir denn gerade? Ich fliege einfach mal rein. Risiko-Fisiko, Leute, oder? Unser Agentavis macht die sowieso platt. Und ich habe ja die Stiefel, die guten. Ich habe die guten Rüstungsstiefel ja an. Was soll da heute passieren? Oh, volles Risiko jetzt hier gerade. Also für mich jedenfalls. Für meine Verhältnisse ist das schon eine richtige Kamikaze-Aktion gerade. Aber ein grüner Loot-Drop. Also komm, auf. Ein bisschen mutiger, Voucher. Da war ein Sattel drin. Das hat sich sowas von gelohnt. Fackel raus. Ich dachte, ich flieg schon. Ich habe gar nicht abgehoben. So, ich weiß nicht, wo ich bin, aber hier beim Safe. Ah, da hinten. Alles klar. Wir gucken rein, Leute. Wir gucken rein, was wir rausgezogen haben. Ach, die sind's. Ihr seid's. Die Soldaten. Die Soldaten des Waldes. Sind es die einzigsten? Ich gucke jetzt nochmal rein. Die machen ja nicht viel Schaden. Carbonemis. Oh, Carbonemis. Und die haben wir sogar. Wir haben sogar eine und eine fehlt uns noch. Hat sich gelohnt. Ihr seht schon, ich bin gerade tierisch im Plan. Ich gehe jetzt erstmal hier weg. Scheiße, ich wollte eigentlich was bauen. Ich wollte alles gleichzeitig. Ich warte jetzt hier, bis es hell wird. Ah, wunderschön. Wäre der richtige Moment, ganz kurz ein Mini-Speed-Up einzubauen. Wir gehen nochmal zum Affe nämlich gleich zurück. Achtung. Ich glaube, ich hatte schon bessere Ideen. So, meine Lieben, was machen wir jetzt? Ich weiß jetzt hier im Moment gerade nicht so hundertprozentig, wo ich bin. Ich möchte jetzt auch nicht unnötig sterben. Ich fand mich schon so ein ganz kleines bisschen leichtsinnig, gerade durch den dunklen Wald zu huschen. Es wird ja aber auch gleich hell, ne? Da hinten ist noch ein Loot-Drop, Leute. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Da hinten ist noch ein Loot-Drop. Ist der im Schneegebiet? Ich flatter mal hoch. Ein roter. Den kriegen wir doch bestimmt schon, oder? Rot hatte ich aber, glaube ich, noch nicht so oft. Ne, der ist glaube ich, am Strand unten. Ah, ich weiß nicht, ob mir das nicht so weit weg ist. Energie haben wir noch ein bisschen. Ne, wir haben eh nicht mehr allzu viel Zeit. Also, Leute, morgen werden wir die Hirsche zähmen. Ich fange wahrscheinlich schon an und schneide euch dazu, wenn sie beide liegen, beziehungsweise kurz bevor sie liegen, dann haben wir alles so ein bisschen mit drin. Dann schauen wir vielleicht nochmal nach dem Affe und bauen ein bisschen an der Wall weiter. Und einen kleinen Ausflug nach Katzensuchen machen wir auch nochmal morgen. Jetzt fliegen wir noch zu dem Loot-Drop zusammen, wenn er nicht despawnt, bis ich dort bin. Ich fliege dann auch wieder zurück, ohne dass ich es aufnehme, dann geht es schneller.
Ja, ich könnte natürlich jetzt, ich bin auch gerade am Überlegen, gerade für solche Situationen, wo man mal ganz kurz irgendwo wie jetzt die Nacht überbrücken müssen oder so ein kurzer Flug irgendwo hin, dass ich das so ein bisschen weiter pitch. Da muss ich aber mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache, weil momentan sind es noch viele Handgriffe. Ist ja eher so eine manuelle Geschichte, eigentlich eher so ein bisschen rumprobieren. Aber ich kriege das bestimmt hin, dass wir das so mitten in den Folgen, weißt du, ohne großes Ankündigen reinpacken. Dann können wir nämlich viel mehr Content reinhauen in so eine Folge, ohne dass es aber stressig wird. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ich will jetzt nicht nur die Highlights-Szenen oder so bringen, schon das ganz normale Gameplay, aber jetzt hier zum Beispiel so ein Anflug, wenn ich gerade eh nicht so viel zu erzählen hätte. Genau. Besser. Ja, also der rote war nichts drin, war nur Scheiß drin, können wir wegschmeißen, Leute. Schade, aber ein Versuch war es wert, man weiß es ja nie. So, ich fliege zurück, ich bereite dann alles vor für morgen, dass wir ein ganz kleines bisschen bauen. Die Hirsche können wir nochmal dann durchchecken. Ich denke, die sind erholt bis morgen. Dann haben wir die Geschichte erledigt, schau nochmal nach dem Affe. Ich bin gespannt, vielleicht klappt es ja, ne? Gemütliche Runden, Leute, früher oder später wird das alles hier irgendwann schon auch fertig sein. Wir haben es ja nicht eilig. Kommt gut ins Wochenende, genießt euren Freitagabend. Ich freue mich auf die Samstagsrunde mit euch. Bis bald.